kennt sie nicht, Stevino und Pape. Legendär, sehr vulgär, fett wie Schokolade. Doch eins ist klar, die beiden geben Vollgas, wenn es heißt, was geht ab, Just Network Soldiers. Hallo liebe Community, schönen Tag euch allen. Wir stehen hier vor, auf der Straße quasi, vor meinem Auto. Das ist André Pape, erst verpennt, wir haben ihn gerade abgeholt. Das ist Izzy oder wie wir ihn nennen, Matthias Schweighöfer. Wir haben heute viel vor, eigentlich noch mehr, aber das Wetter ist scheiße. Wir wollten heute eigentlich die Torjubel aufzeigen fürs Nordderby, aber hier Pape schon quasi... Habt ihr das gesehen? Er pöbelt schon wieder rum. Ne? Das kann er noch, im Halbschlaf, aber pöbelt rum. Ja, süß. So, Problem ist folgendes, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich die Torjubel nicht aufzeichnen, wenn das Wetter nicht besser wird, aber was wir machen, wir wollen ja demnächst einen Gesellschaftsspieleabend machen, mit Livestream und so weiter aus dem Studio, und ich muss meinen Tisch sowieso loswerden. Das ist also Win-Win für beide Seiten. Das heißt, wir werden jetzt meinen Tisch auseinanderklöppeln, zerlegen und irgendwie versuchen, das in das Auto reinzukriegen und ihn abtransportieren. Dann werde ich euch zeigen, wie mein geiles neues Wohnzimmer aussieht. Da habe ich nämlich einige tolle Sachen gemacht. Wenn wir da zwei Stühle aufbauen, und ihr seht schon, wie Pape sich darüber freut. Dann gehen wir was essen, dann mal gucken, vielleicht ist dann das Wetter wieder besser und wir können vielleicht die Torjubel doch noch aufzeichnen. Und dann haben wir auch schon Sendung und zwischendurch, wenn wir noch ein bisschen feiern. Ihr könnt heute live dabei sein, das wird ein Vlog-Tag. Soll aber regnen. Soll regnen? Ja, habe ich auch gehört. Aber vielleicht haben wir Glück und wir erwischen so eine halbe Stunde Sonne davor noch. Weil wir es auch immer bis jetzt in einer halben Stunde geschafft haben, Torjubel aufzuzeichnen. Wir brauchen alleine die Kamera. Bei Pape ist immer alles, ist die Flasche immer halb leer, liebe Community. Und so ist es einfach. Ja? Es ist immer alles, ich bin André, ich komme hier in einer abgefuckten Jogginghose, ja, wo man auf den Pimmel irgendwie durch. Ja, aber auch das sieht. Ist wichtig. Aber ja. Freunde, wir haben bis jetzt immer eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt eine Kameraeinstellung zu finden. Deswegen schauen wir nicht. So ihr Lieben, da sind wir. Ich zeig das mal eben hier. Das ist der Tisch, den kennt ihr noch, wenn ihr Vlog geguckt habt. Das ist André, fast zweite Liga Pape. Und das ist meine neue Tischplatte. Ich nehme mal runter, Izzy, bitte, damit die Leute es in voller Pracht genießen können. So, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh Krömer, hier wieder Designer-Scheiß und so. Eigentlich ist das total easy gewesen, weil ich habe quasi nur diese Platte beim Baumarkt zurechtschneiden lassen. Ja? Dieses Bein hier gekauft, das sind ein paar Euro. Und dann habe ich mir einen Handwerker ins Haus geholt, der das alles angedübelt hat. Fetten Dübel und fetten Winkeln und wie immer das heißt. Und das ist bombenfest. André freut sich, er nimmt schon die irgendwie, gib mir mal ein Bier an die Barposition ein. Da hat er halt zwei Stühle hinter. Und was das Coole an der Sache ist, André, darf ich mal ganz kurz, ist, dass man dann halt nicht mehr gegen die Wand guckt. Ne? Also vorher war hier der Tisch und habe ich immer hier Papes Hackfresse gesehen. Sondern jetzt, schaut mal, hat man die Perspektive und ich kann den Fernseher drehen. Ne? Dann kann ich also hier gechillt essen und den Fernseher dabei anstarren oder rausgucken und sagen, oh, toller Garten, geiler Schlumpf. Hast du eigentlich schon mal einen Schlumpf gesehen, André? Nee, aber ich habe da... Fangfrage! Hallo, Community! Während ich vor allem schwer arbeite, möchte ich euch mal ganz kurz was zeigen. Schaut mal, habe ich ja schon mal auf Instagram gepostet. Das hier ist mein... Hier geht's runter in den Flur. Das sind so zwei Bilder aus diesem Jahr. Achtet mal drauf, ne? Schöne Frau, Krömer. Und wo geht Papes Zunge hin? Verdächtig, oder? Findet ihr nicht auch? Das war eine schöne Erinnerung beim Hurricane 2015. Ja. Ihr Lieben, wir kommen gerade vom Essen. Und Papa hat ein Opfer gefunden, dem er gleich sein Milchdeck klauen wollte. Nee, besorgte Mutter neben uns. Ah. Da steht er. Aber hätte ich ihn allein getroffen, Gesicht zertreten und so. Wieso Gesicht? Erstmal Milchgeld abziehen. Ja, und dann Gesicht zertreten, damit er mich nicht wiedererkennt. Ey, sie macht schon so einen Sicherheitsabstand. Das ist auch richtig. Aber der hat Glück, ey, dass da... Ah. Hat er gerade die Kamera gewunken oder sie an der Nase gekratzt? Ich glaube, an die Nase gekratzt. Ja. So, ihr Lieben, schaut mal. Schön Bezug drüber gemacht, steht alles. Gerade hat sich Izzy draufgesetzt, hat es einmal ganz doll geknackt. Und die Jungs haben gesagt, ist okay, ist nicht so schlimm, das Richte, das Holz und so, dehnt sich gerade noch. Izzy, zeig mal deine Wunde, die du dir geholt hast. Ja, ist aber Bubu. Der kriegt gleich ein Winnie-Puff-Laster von mir, liebe Community. Und André hat seine Position gefühlt in den letzten drei Stunden nicht verändert. Nur, dass ich deinen Krankstuhl aufgebaut habe. Ja, ist ja wohl das Mindeste, was man für mich machen kann. Mhm. Nachdem, was ich alles für dich getan habe, André. Sie haben ja gesehen, ich kann nicht treten. Nee, das ist André. Das ist keine Dankbarkeit, da gibt es nur Tritte und Spucken. Ihr Lieben, wir gehen jetzt ins Studio und werden im Studio so ein bisschen alles vorbereiten für die Sendung. Es ist jetzt 5. So, ihr Lieben, wir sind im Studio und ich möchte kurz euch zeigen, was Pape gerade sich bei Dings gekauft hat. Bei Edeka. Pape, dein Stellungnahme dazu. Jo. So, Pape, die Frage ist, welches von diesen möchtest du Starlight Sparkle
Möchtest du Pinkie Pie, Rainbow Dash oder Fluttershy? Fluttershy klingt so ein bisschen wie Flutterschiss. Fluttershy. Vielleicht ist es davon abgeleitet. Welches okay. würdest du gerne haben? Okay. Du hast mir sowieso versprochen, dass ich die, ja, die Dinger kriege. Ich hätte gerne, also es gibt ja einmal das, es gibt Fluttershy, auch als, die können sich auch Menschen verwandeln, Papa, siehst du? Die gibt es einmal die Tier-, die Pony- und die Menschenform. Also ich glaube, ich hätte gerne Rainbow Dash in der Ponyform, Papa. Kannst du klar machen? Du möchtest Live Crew, das mit so, ne? Warte, ich komme eben rum, Papa, ich komme rum, ne? NBA Live 16 Demo. Ja, genau. Wenn du mir jetzt sagen kannst, jetzt kommt die Frage, wie heißt der Basketballspieler, der da drauf ist? Ja, Oklahoma City heißt er. Oh ja, genau, das ist dein Name, sehr gut, Papa, gewonnen. Gratulation. Wir kennen nicht den bekannten Basketballspieler mit dem Namen Oklahoma City, ne? Mit Doppel-D auch, City. So, und hier, guck mal hier, der Izzy ist so ein Suchti, der spielt auf seinem Windows-Tab tatsächlich WoW, ne? Ich schon gesehen. Ja, natürlich. Das finde ich krass. Aber das läuft auch? Classic. Das heißt, du spielst jetzt hier Classic auf einem Privatserver, oder was? Ja. Tja, dann würde ich sagen, wir rufen die Polizei, das ist eine Straftat. Nein. Du bist überführt. So. Den Server zu hosten ist eine Straftat. Ach so. Doch, zu spielen. Ah, ja. Du machst es dir wieder live. Ist das eigentlich schon an? Ja. Ist der Rechner schon an? Dann mache ich ihn nochmal an. Außerdem bezahle ich ja noch mein Abo. Ach so, das rechtfertigt also diese Straftat, die du begehst hier. Was macht der denn da eigentlich? Spotify. Du spielst Classic-Server, Classic WoW auf einem Privatserver, ja? Ja. Und das ist wirklich auch nah dran? Absolut. Bis jetzt gerade das Akku-Event. Oh. Sind jetzt so 70% der Mats zusammen. Gut. Ich will jetzt nochmal ein bisschen die Sendung vorbereiten, ihr Lieben. Ich auch. Ja, wir haben heute alles geschafft, ne? Tisch ist hier. Was denn nicht? Torjubel nicht, ja, aber guckt euch mal das Wetter. Ich meine, es regnet in einer Tour hier in Norddeutschland. Der Frosty hat mir gesagt, ja, irgendwie, das spielt ja Leipzig, ja, die ganze Zeit 25 und 30 Grad Sonnenschein. Der Grocknack schreibt mir, oh, heute 25 Grad Sonnenschein. Und in Norddeutschland haben wir folgendes Wetter, ihr Lieben. Ihr habt es ja vorhin schon gesehen. Es regnet und regnet und. Bitte? Haben Sie dir gerade deinen Penis abgeschnitten? Es klang ein bisschen so, André. Also im Prinzip, ihr Lieben, das ist eigentlich unsere Sendungsvorbereitung, eigentlich, ne? Es ist jetzt 5:30. So, wir gehen immer so 2 Stunden vorher in Sendung, hier ins Studio. Sendung, nicht um irgendwas Sinnvolles zu machen, weil einfach wir Shit-Talken machen, nur Bullshit. Also eigentlich. Naja, das machen wir jetzt auch weiter und morgen geht's. Die Community hört auf uns zu stören. Ja, was soll das eigentlich, dass ihr uns hier auf die Nerven geht? Haut ab, Mann, wir wollen unsere Ruhe haben vor euch. Was soll das? Ihr Lieben, morgen fahren wir zu King Art. Jan Theissen und seine Mädels und Jungs warten und werden uns die Zwerge zeigen. Das heute war nur so ein bisschen bla bla blub. Und morgen gibt es einen richtigen Vlog, dann mit Tali und Daniel aus dem wunderschönen Bremen. Ich werde übrigens morgen mir, wenn es die Nummer noch gibt, glaube ich, Pissarro auf mein Trikot flocken lassen. Sagt nichts. Und ja, wir sehen uns morgen schon wieder für King Art und die Zwerge. Und in diesem Sinne gebe ich euch jetzt noch einen langen, feuchten Zungenkuss. Und wir sehen uns morgen.